Seid gegrüßt, liebe Darts-Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, und im heutigen Video wird es etwas mysteriös. Ich habe mir im German Giant Dartshop, das ist ja der Dartshop vom guten Gabriel Clemens, eine Mystery Box bestellt, und zwar für 35 Euro. Hierbei wird angegeben, dass der Wert, der sich in der Box befindet, mindestens 50 Euro oder ca. 50 Euro sind. Ja, ich habe das Ganze jetzt mal bestellt. Es gibt davon verschiedene Versionen, noch glaube ich, zwei teurere. Ich habe mir jetzt erstmal für die kleine Version entschieden, will einfach mal gucken, was da so drin ist. Und ja, wir packen das jetzt gemeinsam aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt, also wir schauen da jetzt gemeinsam das erste Mal rein. Und ja, anschließend, nachdem ich das jetzt ausgepackt habe, werden wir noch zusammenrechnen, was der Wert ist, ja, der jetzt am Ende hier wirklich drin war. Und ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß und dann schauen wir doch mal, was in der Mystery Box drin ist. Ja, ich habe das Ganze jetzt schon mal geöffnet und hier meine Adresse und sowas entfernt. Ja, nicht, dass der ein oder andere hier nochmal klingeln kommt und dann gegen mich Dart spielen will und ich da nicht vorbereitet bin. Nein, Spaß beiseite. Ja, 50, Stil 50, also für die 50 Euro Variante. Das heißt, das hat 35 gekostet, ist aber ein Warenwert von 50 Euro. Ich werde das am Ende nochmal ein bisschen checken, so wie viel wir dann jetzt rausbekommen haben aus der Box hier. Anhand der einzelnen Preise der Produkte. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein kleines Set Darts drin ist. Gibt ja Darts jetzt, sage ich mal, wie die von Red Dragon oder die Target Orb Serie, die in den günstigeren Bereich reinfallen. Das könnte ich mir hier vorstellen. Aber auch nur reines Equipment ist auch möglich. Ja, dann schauen wir mal rein. Ich habe noch nicht reingeschaut, wie bereits gesagt, und habe es nur geöffnet und gucke jetzt mit euch gemeinsam rein. Und, oha, okay, wir haben tatsächlich ein Set Darts dabei. Und, oh, das ist was Cooles. Das ist cool. Wir haben zweimal Elstyle Kami. Kami ist ja so, ja, das hat so Rillen noch mit drin hier. Das ist etwas, ja, weicher als das normale Elstyle. Aber in der L3, also in etwas kleineren Standard Flights, also etwas... ja, kleiner sind die, aber trotzdem echt cool. Oha, die Darts sehen ja interessant aus. Die schauen wir uns dann gleich an. Ja, dann noch mit drin, L-Style-Schäfte in der 260er Länge. Das ist die, die ich spiele. Das ist sehr nice. Also das hat sogar gleich noch einen Nutzen für mich. Und in der 330er Länge, die hatte ich früher gespielt. Die sind etwas länger. Benutze ich zurzeit nicht, aber auf jeden Fall nice to have. Das finde ich richtig geil. Und dann haben wir hier von... Data Dart oder Data Dart. Ich glaube, das sind die, die auch die Christian Bunse Darts machen. Hier 80% Tungsten Barrels für 35,90 Euro. Dann brauche ich die Preise ja so grob gar nicht mehr so berechnen, denn die schauen wir uns gleich noch von Nahen an. Aber wenn wir jetzt hier 35,90 Euro oder naja, knapp 35 Euro, 34,90 Euro, also 35 plus ja zweimal 8 Euro kosten die, also das ist auch, überrascht mich gerade ein bisschen. Also normalerweise gibt es die auch für günstiger, also vielleicht haben die auch nur einfach einen Sticker da drauf geklebt. Ich prüfe das nochmal nach und komme dann im Fazit dazu. Aber ja, auf jeden Fall kriegt man hier was für sein Geld. Die Darts schauen wir uns jetzt nochmal von Namen etwas genauer an. Ich habe die Barrels jetzt mal ausgepackt und ja, die fühlen sich ganz gut an. Man eher so ein mittelmäßiger Grip, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen mit einem ja, Ringgrip-Elementen, aber dann auch mit dieser ja, geriffelten Gripform. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die nennt. Ja, fühlt sich ganz okay an. Ist jetzt sicher nicht das beste Material, aber für 35 Euro kann man da echt nicht meckern. Kommt man ja echt einen soliden Dart, mit dem man bestimmt gut auch mal ein paar Pfeile werfen kann. Und ja, Flights und Schäfte mit dabei, das ja, ist jetzt Standard. Und ja, dann gibt es jetzt ein ausführliches Fazit noch, wo ich mal das Ganze ein bisschen jetzt preislich wirklich zusammenrechne, wie viel das denn im Einzelwert kosten würde und ob man hier auf die 50 Euro oder zumindest auf die 35 Euro kommen würde. Also ich habe das Ganze jetzt nochmal gründlich überprüft und habe jetzt nochmal mich dabei auf die Preise des German Giant Dartshops ja, bezogen. Natürlich ist es bei anderen Dartshops vielleicht ein paar Euro mehr, ein paar Euro weniger, aber ich habe mich jetzt darauf bezogen. Ja, 34,90 Euro, das war ja schon ein Preisschild an den Darts dran, hatten wir dabei gehabt. Das finde ich einen, ja... ganz okayen Preis, klar nur 80% Tungsten, aber ja, ich will jetzt natürlich nicht die einzelnen Produkte bewerten, also von daher 34,90 Euro.
Dann 2x7,90 Euro für die Schäfte. Die sind, glaube ich, so etwas teurer durch die Farbe, die sie haben, durch diesen Farbverlauf. Denn wenn man jetzt normale Schäfte nimmt, die jetzt zum Beispiel nur schwarz sind oder nur grün, da hat man nur eine Farbe und das ist etwas günstiger. Ja, und dann habe ich noch für die Kami-Flights einen Preis von 2x7,50 Euro gefunden. Das ist ja normaler Preis. Kami kostet vielleicht immer noch 1 Euro mehr als normaler L-Style-Flight, auch wenn das hier nur die L3-Version ist. Am Ende bin ich auf einen Preis von 65,20 Euro gekommen und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, denn damit hat man ja den Preis von 50 Euro, also nochmal um einiges überboten. Ja, was ist jetzt mein endgültiges Fazit zu der Mystery Box? Natürlich vom rein monetären Wert macht man hier natürlich so Gewinn, wenn man das so sagen kann. Also man kriegt das Geld auf jeden Fall raus, was man investiert. Natürlich muss man sich immer fragen, okay, brauche ich das Zeug, was in der Mystery Box drin ist? In dem Fall fand ich, war L-Style, kann man immer gut gebrauchen. Die Schäfte, das hat gepasst. Die Darts, naja, ich weiß nicht, ob ich sie spielen werde, also mal gucken. Vielleicht werde ich die irgendwann mal verlosen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube nicht, dass ich sie selber spielen werde. Aber das ist natürlich jetzt jedem selber überlassen. Wer jetzt beispielsweise mit Darts anfangen möchte und sich mal so eine Box kauft, kann da vielleicht was Gutes drin haben. Und gerade auch bei den teuren Boxen, wer weiß, was dann da für Darts drin sind. Na, das ist jetzt ja nur die kleine Version. Und wenn man jetzt die teure, ich glaube für 150 Euro holt, da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch richtig gute Set Darts dabei sind. Und ja, warum denn nicht? Also ich finde das echt eine coole Sache. Man muss immer entscheiden, ob man es braucht. Wenn ich jetzt irgendwie normale Flights oder normale Schäfte dabei gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch anders drüber nachgedacht. Ich hatte in dem Fall Glück gehabt. Es ist echt eine coole Box und es ist auch kein Mist drin. Also das sind qualitativ gute Sachen. Also klar, man hätte jetzt auch so denken können, dass vielleicht irgendwie die Box gefüllt ist mit nur 1-2 Euro Artikeln, um auf den Preis zu kommen. Das hat man hier gar nicht. Also das ist gutes Zeug und ja, da bin ich zufrieden. Die Frage jetzt natürlich an euch, habt ihr euch schon mal eine Mystery Box beim German Giant Dart Shop bestellt oder auch beim anderen Dart Shop? Und ja, wie hat sie euch gefallen? Also wart ihr damit zufrieden, sagt ihr, bei mir war nur Mist drin. Ja, ich verlinke euch das ganze Produkt auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, good darts und tschüss.